Stone fällt jetzt natürlich durch Bauvorhaben. Product Iron, ja. Miner. Miner. Da tut sich jetzt auch schon einiges. Jetzt kriegen wir wenigstens so langsam mal ein bisschen stetig Eisen rein. Nicht viel, aber immerhin etwas. Ne? Und hier wächst langsam der Wald wieder rein. Das finde ich auch schön. Aber das wird dauern, bis wir da was dran tun können. Ich möchte hier fast immer mehr reinstoren. Weil wir das Venison momentan so gar nicht mal brauchen. Wir sind relativ gesichert, was hier Nahrung angeht. Und was die Fleischproduktion angeht, sage ich nur hier 640 in einem Jahr. Ne? Wo ist hier? Ja, hier? 800 in einem... Alter! Wie viel das einfach ist. Fällt mir sehr gut. Muss ich doch mal gestehen sagen. So. Okay, jetzt könnte man in diese Richtung gehen. Ich plane schon wieder sehr weit voraus. Und hier wieder so einen Block aufbauen, wobei dieser hier noch nicht mal fertig gebaut ist. Hier muss jetzt nämlich noch kein Gatherer, sondern ein Herbalist rein. Ein herber Mensch. Und frag mich bitte nicht, wo wir die Leute wieder hernehmen sollen. Aber das hier beunruhigt mich sehr. Vielleicht werden die Leute dann auch ein wenig älter. Aber der ist ja gar nicht teuer. Das gefällt mir ja. Den setzen wir dann... Setzen wir den da hin? Nee. Da. So. Also dafür, dass der hier, ne, 15 und so bringt. Aber gut, der hat hier so einen riesen Berg drin. 4. Er hat 4 Herbs im letzten Jahr gesammelt. Das wäre wieder einer der Momente, wo ich bei Age of Empires die beiden Gatherer raussuchen würde und die Entfernen-Taste drücken würde. Das Gathering... Und hat Iron dabei? 13? Aha. Und der andere ist 86 und frisst. Frisst sich die Wampe voll. Okay. Und ist natürlich auch uneducated. Kommt, wir brauchen Leute. Ihr werdet Erwachsenkinder. Mit 7 kann man schon im Steinbruch stehen. Tut etwas für euer Volk. Arbeit mit 7. Die neue Arbeitsbewegung. Arbeit mit 7. Oder so ähnlich. Wahrscheinlich auch eigentlich viel wert, ne? Die Logs. Vielleicht sind Logs sogar mehr wert als Firewood. Ich probiere das jetzt einfach nur mal. Ich nehme die da dann auch, denke ich mal, wieder raus. Aber wenn die Logs jetzt mehr wert sind für die Trader als Firewood, dann können wir da ja sofort direkt Logs reinlegen. Beziehungsweise, wenn die annähernd zu viel wert sind. Weil wir das Firewood. Weißt du was? Komm, weg damit. Scheiß der Hund drauf. Mit dem Fleisch. Wir haben so eine Fleischproduktion gerade. Dass wir dafür nicht unser teures Firewood raushauen müssen. Das sieht ganz ordentlich aus. Sind ja aber auch nur 4 von 6. Und wir sind auf 2-facher. Die können wir mal eben wieder erhöhen. 5-fach spielt sich das eigentlich relativ angenehm, weil Banished ist wohl ein sehr gemächliches Spiel, sag ich mal.
So, und... Bitte was? Warum zur Hölle zieht da ein 54 Jahre alter Taylor ein? Messi! Warum? Der wohnt... Der arbeitet hier... Wohnt jetzt hier... Und ist 54 Jahre alt. Der Typ ist doch raus aus seinem zeugungsfähigen Alter. Da sollen junge Hüpfer rein, die aufeinander rumhüpfen können und so. Oh. Rage Mode. Wo bauen wir denn noch? Ihr braucht doch nur zwei. Wo? Ach, der Herbalist. Genau. Okay. Ja. Dinge, die man nicht verstehen muss, es aber doch sehr gerne würde. Und warum liegt da jetzt Iron? Warum bringt er das nicht direkt hier ins Stockpile? Warum muss der... Wer ist der? Wer bist du? Ich hab gerade das Iron mitgenommen. Der Bilder. Ich hätte einen Iron mitgenommen. Willst du mich jetzt verarschen? Du brauchst du keinen Iron? Geht hin, schlägt das Holz und anstatt das direkt da ins Stockpile zu legen. Warum nimmt er jetzt... Was ist das? Woodcutter. Has died of old age. Das ist schlecht, aber wir haben gerade zwei Bilder frei. So. Und hier? Aha, das sieht doch schon besser aus. Würde ich jetzt hier glatt nochmal mal vielleicht sogar hier drüben Häuser hinbauen. Da können wir nicht machen. Würde ich da nämlich noch ein Haus und vielleicht da ein Haus. Dann nehmen wir den hier nicht so viel Platz weg. Mit den Häusern hier. Haben hier aber gleichzeitig noch lokal ein paar Häuser, in die die Minenarbeiter und Stonecutter einziehen können. Was ist das? The Blacksmith. Natürlich der Blacksmith. Wurde aber ersetzt. Gut. Woodcutter haben wir auch ersetzt. Jetzt brauchen wir wieder 6 Bilder, klar. Aber der geht in die Mine. Warum das ist Iron? Geht wieder ein bisschen runter. Wir hatten gerade 5 Eisen immerhin schon. Und keine Tools. Und 8 Leute ohne Tools. Ich glaube, ich möchte das priorisieren. So. Ein Trader. Du hast bestimmt was Tolles für uns. Krollesen hat Kohle. Und nimmt Logs. Und Log ist 2 wert. Gut, das ist nicht so wirklich was Interessantes. Und der ist Resource Merchant. Deshalb nimmt er auch nur Logs und kein Venison. Aha. Aha. Da kann man nur hoffen, dass die Tiere verkaufen. Wenn ich jetzt Iron ordere, dann wird das teurer, ne? Das ist ja auch doof. Ordern. Eigentlich will ich das nicht ordern, weil das dann teurer wird. Und der nimmt sowieso nur Sachen, die wir ihm nicht geben können. Nee, komm, hau ab. Die Loks. Die bringen da ja nicht viel. Für solche Leute braucht man dann also Firewood. Okay, haben wir wieder was dazugelernt. Einfach nur für den Lernfaktor. Gucken wir mal, was damit so passiert. Und vor allen Dingen, wie viel das wert ist. Darum geht es ja. Auch wenn jetzt natürlich die Steine hier... Naja, geht so viel. So. Logs. Ja, ich habe aber hier gerade wieder 20 freigegeben. Die sind gleich wieder da. So. Jetzt haben wir hier wieder ein frei...
Den würde ich jetzt fast sogar gerne als Laborer lassen für den nächsten Typen, der uns wegstirbt. Nee. Wir brauchen das Eisen. Komm, geh in die Mine. Und der nächste Winternaht. Und wir haben 13 Leute ohne Werkzeug. Aber immerhin bauen wir da neue Häuser. Und hier der Typ. Der Typ. Messi. Ich kann ihn nicht leiden. Es nistet sich in einem schönen neuen Haus ein. Da können jüngere Leute viel mehr Spaß dran haben. So. Tools. Nein, wie das? Das überrascht mich jetzt. So, hier ist das Iron auch fast abgesammelt. Das heißt, da geht der Ressourcenzuwachs auch langsam zurück. Der hat in diesem Jahr keine... Ich hinterfrage das nicht. Ich hinterfrage das einfach nicht. Der 94 und der 80 bisher. Der hier. Im letzten Jahr 84 und jetzt 66 und hat als Hunter gearbeitet. Und zwar recht erfolgreich, aber warum? Das ist doch Blödsinn. Unter Umständen kommt der mit dem Pflanzen nicht so schnell hinterher. Mir fehlt heute dermaßen oft der Faden. Fehlte mir der Faden, während ich sagte, dass mir der Faden fehlt. So. Was nun hier? Machen wir ein bisschen schneller. Wieder auf fünffach zurück. Und der arbeitet so schnell er kann. Wenn wir mehr Ressourcen hätten, würde ich auch einen zweiten Blacksmith einstellen. Wobei der theoretisch noch hinterherkommt mit dem Bedarf an Werkzeugen. Langsam würde vielleicht auch für so eine Übersicht hier so ein Rathaus wichtig. Hier eine Town Hall. Ist aber viel zu teuer, können wir uns auf gar keinen Fall leisten. Chapelle wäre auch nett. Naja, wie gesagt, wäre nett gewesen. Damit man ein bisschen Übersicht hat, aber... Nee, geht einfach nicht. Died of Old Age, ja. Glücklicherweise hatten wir wieder einen Mann frei. Hier sieht das gut aus und mit dem Eisen sieht das langsam auch besser aus. Die frieren natürlich prompt wieder. Wie war denn das? Hatte ich das eigentlich ausgemessen, dass die Town Hall da reinpasst? Passt nicht. Das ist doof. Ich finde, da macht die sich irgendwie... Würde die sich da bestimmt gut machen. Man könnte sie natürlich auch dahin setzen, wo die Kirche hin soll. Und die Kirche dann dahinter stellen. Da wird sich das auch gut machen mit dem Platz da. Oder wir machen da so einen größeren Platz. Aber das ist mit den Steinen viel zu teuer. Wisst ihr, wenn wir jetzt hier alles mit Straße zupflastern? Nee, es ist zu teuer. Das ist. Nee. Geht gar nicht. Das steht völlig außer Diskussion. Ich habe mich gerade wieder selbst ertappt beim Bildschirm ausrichten. So, wie sieht's hier aus? Werdet mal aktiv, Leute. Geht doch. Schön. Gerade im Winter sollte man noch meinen, dass hier die Geburtenrate hochspringt, weil sich dann die Leute so aneinander drücken. Immerhin 6. Achso, im letzten Jahr 6. Naja.
Vielleicht kommt ja einer und hat zwei Tiere dabei. Sagt mir nicht, dass ich übertreibe, das will ich gar nicht hören. Und ich tue es auch nicht. Das ist alles nur vorausschauend. Sehr vorausschauend. So, 11 Iron haben wir. Der produziert wie ein Blöder. Und 19. Es geht nicht zurück. Es sollte aber langsam zurückgehen. So, die haben jetzt auch Kinder gemacht. Das ist gut. Das kostet auch Eisen. Das steht auch noch außer Diskussion, leider. Nehmen wir das da so. So eins hin und dann meiner. Das ist wiederum sehr ärgerlich. Hier die Straße hoch. Ne, nur bis zum Haus. So. So, da ist uns jetzt ein Miner weggestorben. Den wir, glaube ich, nicht ersetzen konnten. Gut, da wird gebaut. Die beiden Bilder brauchen wir hier. Naja, aber das ist ja auch nur... ich werde gerade wieder sehr nachdenklich, fürchte ich. Herbs sind ja auch nur, damit es den Leuten besser geht und nicht so oft, die nicht so oft krank werden, glaube ich. Vielleicht werden sie dann auch älter, das weiß ich nicht. Das könntet ihr, wenn ihr da bewanderter seid als ich, das mal... Das ist schön, wenn ihr Kommentare schreibt, dann kann ich viel öfter irgendwie sagen, hier gebt mir doch mal da und hier und den Tipp und jetzt zum Beispiel, wenn ihr wisst, was die Herbs genau machen, werden die Leute dann älter oder werden sie einfach nur... Bleiben sie gesünder? Wird das Krankheitsrisiko gesenkt oder wie auch immer läuft das? Schreibt das mal in die Kommentare rein, bitte. Da würde ich mich sehr freuen und geholfen fühlen. 21. Bau dir erstmal selber hier so ein Werkzeug. Dann kannst du schneller arbeiten, Frau. Oder Mann? Ist es inzwischen Mann? Irgendwie Blacksmith sind immer Frauen. Okay, nicht. Aber fast. Wald. Wald. Ich glaube, ich stehe im Wald. So. Haben wir sie jetzt fertig? Ja. Und immerhin schon einer. Ach so. Einer von hier drüben wahrscheinlich. Ja. Dann können wir die auch nirgendwo abziehen. Müssen wir jetzt auf die nächsten beiden Leute warten und die zu Herbalists machen. Ich hoffe, ich tue dabei gerade das Richtige. Der hat schon zwei gesammelt. Das ist doch schon mal gut. Und der Forester forestet langsam auf, habe ich das Gefühl. Jetzt werden die Bäume langsam groß. Vielleicht wird er ja doch noch wieder effektiv. So. Wie schaut es hier aus? 4 Eisen, keine Werkzeuge, 23. Ich riskiere mal, zwei Farmer abzuziehen und stopfe die in die Mine. Damit wir hier ein bisschen mehr Eisen rauskriegen. Firewood ist low. Dann Logs ist low. Sind die Steine inzwischen da? Ja, die Steine sind da. Gut, dann warten wir jetzt nur noch auf den nächsten Heino hier. Einen Tradeur. Der uns irgendetwas feil bietet, das wir natürlich höchst gerne kaufen wollen, weil das total super sein wird, was der da hat. So. Schon wieder Firewood. Vielleicht werden die Häuser langsam so viele. Ja, genug Loks haben wir ja theoretisch. Verzeihung. Hier noch mal das passt. Ist das in die Richtung auch? Ja. Okay. Ich habe gerade einen Kontrollblick hier nach oben geworfen, ob das Haus fertig ist. Und es ist auch schon besetzt. Und danach dann entschlossen, dass ich jetzt genug Leute wieder frei habe.